Hallo und herzlich willkommen zum heutigen LiveNet-Talk. Deutschland hat gewählt. Mein Name ist Hauke Burgert. Ich bin freier Lektor und Journalist, arbeite seit ungefähr 2013 bei LiveNet. Ich lebe in Deutschland, bei Gießen. Und mein Gast heute ist Uwe Heimowski. Uwe Heimowski ist Theologe und Politiker und lebt in Gera. Und er arbeitet in Berlin als Vertreter der Deutschen Evangelischen Allianz beim Bundestag. Schön, dass du da bist, Uwe. Hallo Hocke, schön, dass ich da sein darf. Du, wie stellst du dich Menschen vor, die nicht wissen, wer Uwe Heimowski ist? Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext. Also am liebsten stelle ich mich vor als verheiratet, 5 Kinder, lebe in Gera im Osten Thüringen, weil ganz ehrlich, das ist das Schönste. Meine Frau und meine Kids, genau, übrigens eine Schweizerin aus dem schönen Adelboden, ihr Heimatort, das sage ich am liebsten. Sobald es ins Berufliche geht, sage ich, ich bin Pädagoge und Theologe, habe mal Erzieher gelernt, war 15 Jahre lang Pastor. Und dann später Mitarbeiter bei einem Abgeordneten im Menschenrechtsausschuss. Und jetzt arbeite ich für die Deutsche Evangelische Allianz und vertrete christliche Interessen am Bundestag. Ja, das hört sich schon mal interessant an. So dieses Vertreter der Allianz am Bundestag, das verquickt so die Bereiche Politik und Glaube. Wenn man das mal böse ausdrücken möchte, dann ist es so, Politiker und Christen, die einen reden nur und die anderen denken nicht. Was liebst du an deinem Job? Jetzt ist die Frage, wer ist wer? sind die Christen die nur reden und die anderen, die nicht? Nein, okay. Auf jeder Sinn für sich entscheiden. Nein, also es gibt natürlich auch unter Christen, also erstmal richtig viele, die auch Politiker nicht mögen. Ne? Das Härteste, was mir neulich passiert ist, wirklich, da erzählt mir ein Politiker, dass ihm ein Christ gesagt hat, wissen Sie, ich bete jeden Morgen für Sie. Das ist jetzt kein Scherz, sondern das ist wirklich passiert. Und er sagt, ach, Sie beten jeden Morgen für mich, das ist ja schön. Wie kommt's? Sagt er, ja, ich bete das Vater Unser, da steht ja die Zeile drin und erlöse uns von dem Übel. Wow. Also das ist schon Hardcore. Und es gibt leider viele, viele Christen, für die Politiker irgendwie böse sind. Jetzt hat sich das nochmal total verschoben durch Corona, dass Leute sagen, ja, wir haben plötzlich keine Religionsfreiheit mehr und weiß ich was alles. Und du denkst, meine Güte, also wir haben so viel Freiheiten in diesem Land. Also ich bin jemand, der sehr dafür wirbt, zu sagen, Glaube ist immer etwas Konkretes. Lass uns nicht nur reden, sondern handeln. Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem Menschen, der sein Haus auf Felsen baut. Und tun heißt ganz konkret, ganz praktisch die Gesellschaft mitgestalten. Deswegen bin ich selber auch ein paar Jahre Politiker, Lokalpolitiker gewesen im Stadtrat. Da konnte man das ganze Thema Schulbau, das Thema Straßenbau, Stadtentwicklung, Ansiedlungen, sozialer Wohnungsbau, also was man da alles mitbesprechen kann, war super. Und viele Politiker, die ich halt kenne in Berlin, sind Leute, die wirklich sehr darum ringen, was ist das Wohl für die Menschen, was kann ihnen gut tun. Und daran zu erinnern, dass im Grundgesetz steht, vor Gott und den Menschen, die Würde des Menschen, die Rolle der Kirchen, das ist sozusagen mein Job und den mache ich gerne. Und zwar, ich verstehe mich vom Ganzen her als jemand, der Politiker einerseits begleitet, für sie betet, sie segnet, aber auch immer wieder mal durchaus auch als prophetische Stimme sagt, an manchen Stellen hier würden wir als Christen uns das und das wünschen von der Politik. Danke, das hört sich doch schon mal sehr spannend an. Aber im Talk soll es auch in erster Linie mit um die Wahl gehen. Wenn wir mal dazu kommen, und die Ergebnisse liegen jetzt ziemlich fest auf dem Tisch mit einer SPD, die gut 25%, einer CDU, die auf 24% abgerutscht ist. Dann kommen die Grünen, die FDP, AfD und die Linke, die gerade noch mit reingerutscht ist. Wenn ich mir so diese Wahlergebnisse angucke, wie geht es dir damit als jemand, der auch enger mit dran gewesen ist in die ganze Zeit. Hast du mit diesem oder mit solchem Ergebnis gerechnet? Also ich sag mal, von den ganzen Umfragen her war das ja ähnlich abzusehen. Die Grünen sind schwächer, als alle erwartet haben. Die AfD in Thüringen und Sachsen ist stärker, als sie erwartet haben, bundesweit ähnlich. Also von dem her, es war ähnlich zu sehen. Es war eher so, dass Armin Laschet nochmal einen Schlussspurt hingelegt hat, den ihm keiner so zugetraut hat. Also die CDU ist eigentlich stärker. Spannend an dem ganzen Wahlergebnis finde ich, man merkt einfach, und es war ein bisschen auch damals nach 16 Jahren Helmut Kohl, man merkt bei aller Wertschätzung für Angela Merkel, die viele haben, Leute haben ja gesagt, am liebsten sollte sie nochmal antreten. Gleichzeitig ist da eine Müdigkeit, man wünscht sich was anderes, man wünscht sich Veränderung und das spiegelt sich. Und diese Veränderung, die ist auch nicht
in eine Richtung. Man wünscht sich nicht nur Klimaveränderung, sondern andere wünschen sich auch, dass die Wirtschaft neu angekurbelt wird. Deswegen ist die FDP auch so stark. Also dieser in dem Wahlergebnis, glaube ich, spiegelt sich ein differenzierter Wunsch der Gesellschaft. Weiter so kann es nicht gehen, aber auch ein Ringen darum, was kann denn der nächste Weg sein? Und nun bin ich sehr, sehr gespannt, wer da miteinander wie redet. Es war ja spannend, dass eigentlich die stärksten beiden Parteien erstmal gar nichts zu sagen hatten, sondern die FDP und die Grünen sich zusammengesetzt haben und so gesagt haben, wir suchen uns jetzt aus, mit wem wir verhandeln, weil es wird zum ersten Mal ein Dreierbündnis sein. Mir hat Marc Joost von der Evangelischen Allianz der Schweiz hat mir geschrieben, mach dir keine Sorgen, wir bei uns in der Schweiz sind es sowieso immer mindestens immer vier Parteien gemeinsam und Konsens funktioniert auch richtig gut. Von dem her, ich bin jetzt sehr gespannt, ich bin nicht total überrascht. Aber was wirklich spannend ist, wirklich spannend zu sehen ist, ist, wenn du mal den Osten anguckst und den Westen anguckst, im Westen hat die CDU an die SPD verloren und im Osten an die AfD. Und das ist das, was mir an dem Wahlergebnis am meisten Not macht. Und zwar jetzt nicht mal das Ergebnis der AfD an sich, sondern der Umstand, dass sich zwischen West und Ost einfach ganz unterschiedliche Kulturen und Welten auftun und Entwicklungen da sind. Und wie auch immer die nächste Regierung aussehen wird, neben allen konkreten Projekten, über die wir gerne gleich noch sprechen können, ein ganz zentrales Momentum muss sein, zu sagen, wie kriegen wir dieses Land wieder vereinigt und nicht weiter gespalten? Wie schaffen wir es, dass wir Menschen mitnehmen? Wie hören wir ihnen zu? Und also das ist das, was mir an dem Wahlergebnis am meisten Sorge macht. Und mal noch so was ganz Persönliches. Als Interessenvertreter bist du natürlich, also wir sind natürlich sehr im Gespräch auch mit Christen, die im Bundestag sind, die da aktiv sind. Und da sind einige jetzt nicht wiedergewählt worden. Frank Heinrich aus dem Hauptvorstand der Evangelischen Allianz ist nicht mehr dabei nach 12 Jahren, der das Thema Menschenhandel toll vorangebracht hat. Marie-Louise Dött, eine katholische Frau, bundkatholischer Unternehmer, die sehr viel für die soziale Marktwirtschaft geworben hat, katholische Soziallehre, die ist nicht mehr dabei. Alexander Kraus aus dem Erzgebirge, ein ganz frommer Mann, ist nicht mehr dabei. Und so gibt es einige. Volker Kauder, es war klar, der würde sowieso ausscheiden, der hat das Thema Christen Verfolgung bewegt. Und von dem her gibt es sozusagen im Mini-Kosmos, im Mikrokosmos der Wahl, gibt es einfach auch nochmal was, was mir richtig wehtut, nämlich dass tolle Leute, tolle gläubige Leute jetzt nicht mehr dabei sind. Was du hast gerade angesprochen, so diese Auseinanderentwicklung zwischen West und Ost, diese Spannungen, die sich da auftun. Das war ja der eine Punkt, der auch immer wieder in den ersten Analysen rauskam und genauso immer wieder das erleichterte. Eigentlich, so mal global gesehen, rutscht Deutschland mehr in die Mitte. Man sucht mehr, nicht unbedingt die großen Parteien, aber man sucht mehr die Mitte und flieht nicht unbedingt in die Extreme. Überwiegt da jetzt bei dir, wenn du jetzt diese beiden Entwicklungen ansiehst, eher so die Besorgnis über die neue Polarisierung oder eine Erleichterung? Ich schätze das tatsächlich anders ein, weil bei dieser Bewertung wird eigentlich nur gesehen, dass die AfD kaum gewachsen ist und die Linkspartei ein bisschen geschrumpft ist, dass aber knapp 8% andere Parteien, sonstige Parteien, die sich im Parlament nicht abbilden, aber auch gewählt wurden, von die Basis bis sonst wohin. Also man kann jetzt nicht sagen, dass an den Rändern so gar nichts passiert ist, sondern diese Ränder bilden sich nur im Parlament nicht ab. Bei den Wählern waren die sehr präsent. Also deswegen ist nicht immer, ja, das Parlament ist ja immer nur eine Momentaufnahme und es gibt ein bisschen mehr. Insofern kann ich nicht sagen, ich finde nur die Mitte ist gestärkt. Ich finde, was jetzt total wichtig ist, wirklich richtig, richtig wichtig, ist, dass da nicht lange rumgezickt wird. Also ich habe den Eindruck, Leute sind auch ein Stück müde von diesen Machtspielchen und von wer will jetzt was. Also jetzt müssen sich da Leute zusammensetzen. Der Lindner muss relativ schnell sagen, wo er sagt, okay, so stelle ich mir auch eine grünen-kompatible, unternehmensfreundliche und klimataugliche Politik vor. Die Grünen müssen das gleich mit der FDP sagen. Und dann sollen sie sich den Wahlsieger schnappen, meiner Meinung nach. Und das ist Olaf Scholz und nicht Armin Laschet. Also ich meine, ich halte viel von Armin Laschet. Ich schätze ihn wirklich viel mehr als viele andere Leute. Aber das Wahlergebnis ist klar. So. Und die müssen schnell zu Potte kommen. Die müssen was abbilden. Und dann finde ich, was sehr spannend ist, es gibt ja diese Ränder, in Anführungsstrichen, sind ja auch thematische Ränder. Also die Linkspartei hat sich ein bisschen selber zerlegt durch ihre Streitereien, unter anderem durch Sarah Wagenknecht ist da ja manches hochgekocht.
aber es gibt noch was anderes. Unter Olaf Scholz mit dem Thema Respekt und dem Thema Mindestlohn und dem Thema Pflegereform und so. Also Olaf Scholz hat wieder klassisch sozialdemokratische Themen besetzt. Und das war häufig nicht mehr so zu sehen bei der SPD. Und das finde ich ganz spannend. Also der hat also einfach auch, die Linke hat sich so ein bisschen überlebt, weil die Themen jetzt bei der SPD wieder angekommen sind. Mhm. Und jetzt wäre sehr spannend, wenn die CDU in die Opposition geht, kann sie ihre klassischen Themen auch wieder besetzen. Das hat was mit innerer Sicherheit zu tun, das hat was mit Familie zu tun. Das hat sehr viel mit dem zu tun, wo auch viele Christen sagen, Mensch, das war mal unsere Partei, da sind wir aber gar nicht mehr. Also ich sage mal, wer die Mitte zurückgewinnen will, der muss auch die Mitte-Themen natürlich besetzen. Mhm. So angesprochen hast du die Themen. Welche Chancen siehst du denn für ethische Themen, die Christen besonders wichtig sind in dieser neuen Konstellation? Wie immer das jetzt so genau zusammenkommt. Ja, wobei, also ich finde das ja sehr spannend. Ne? Also wir haben als Evangelische Allianz natürlich bestimmte Themen, für die wir unterwegs sind. Und wir werden da manchmal ein klein bisschen auch auf Themen reduziert. Also ganz klassisch für uns, als die Allianz sich 1846 gegründet hat, war das Thema Religionsfreiheit. Mhm. So, das ist, also häufig sagen Leute, wenn sie an uns denken, dann denken sie an Ehe für alle oder sie denken an das Thema Abtreibung. Aber das klassische Thema der Evangelischen Allianz und damit ein christliches Thema ist das Thema Religionsfreiheit und der Einsatz für verfolgte Christen. Mhm. Das ist bisher hauptsächlich bespielt worden im Bundestag von der CDU. Die CDU hat einen eigenen Arbeitskreis, den Stephanuskreis. Da war ich regelmäßig mit dabei. Da konnten wir Christen einladen aus dem Jemen, aus anderen Ländern, die berichtet haben, wie es ihnen geht. Das heißt, wir konnten unmittelbar einspielen, Informationen, die Abgeordneten sonst nicht hätten. Wir haben ganz doll mitgewirkt an der Beauftragung eines Beauftragten für internationale Religionsfreiheit, Markus Grübel im Entwicklungshilfeministerium. Und das alles lief fast immer mit der CDU in Kooperation. Das ist jetzt keine Wahlwerbung, es ist einfach schlicht der Fakt gewesen. Und wenn die CDU jetzt aus der Regierung raus ist, fragen wir uns natürlich, gibt es da weiter Partner? Gibt es die bei der SPD? Die FDP war da schon eher offener. Die von den Grünen kam wenig. Also wir sind sehr gespannt, ob dieses Thema weitergehen kann. Ein anderes Thema, das uns sehr bewegt hat, schon seit der Gründung, ist das Thema Sklaverei. Die ersten Christen, die sich trafen da im 19. Jahrhundert, waren noch geprägt von dem Amazing Grace Impuls, ja, John Newton, der da ein Lied geschrieben hat, ehemals Sklavenboot, Kapitän und so. Und weltweit gibt es über 67 Millionen Sklaven. Es gibt in Deutschland Zwangsprostitution. Und das Thema wollen wir weiter voranbringen. Das haben wir bisher sehr stark mit Frank Heinrich gemacht. Der ist weg. Ja. Bei der SPD gibt es eine Frau, eine tolle Schwäbin, Leni Breimeyer, die das total auf dem Herzen hat. Und da hoffen wir, dass man das weiter bedienen kann. Anderes großes Thema ist das Thema Lebensschutz. Also wie gehen wir damit um, wenn Frauen schwanger werden und all dem, was da dran hängt. Paragraph 218 regelt das in Deutschland. Da gibt es bei den Jusos und bei den Grünen Bestrebungen, den Paragraph 218 ganz zu streichen, was in der Konsequenz bedeuten würde, wenn Schwangerschaftsabbrüche erlaubt sind, fällt auch die Fristenregelung und so. Das würde uns sehr große Mühe machen. Wir wissen noch nicht, wie das weitergeht. Wir hoffen, dass das einfach so bleibt, wie es ist, dass keiner es anpackt. Ja, das muss man sagen. Also kommt drauf an. So, und dann gibt es Themen natürlich, die sind jetzt, dafür ist die Allianz nicht so bekannt, aber die sind ja massiv christlich, die man mit der neuen Regierung vielleicht sogar besser besprechen kann. Das Thema Flüchtlinge. Ich war vor anderthalb Jahren auf Lesbos. Wir haben uns als Allianz klar dazu bekannt. Ich war auf der Balkanroute. Ich war in Bosnien, habe mir Flüchtlingscamps angeguckt. Wir haben immer wieder gesagt, wenn Menschen auf der Flucht sind, in der Bibel steht, ja, du sollst den Fremdling willkommen heißen, sollst dich kümmern, wenn Menschen unter die Räuber fallen. Und das ganze Thema Flüchtlingsschutz, menschenwürdiger Umgang mit Flüchtlingen, EU-weit Skandale an den Außengrenzen, reine Abschiebung, Menschen ertrinken lassen im Mittelmeer, das ist ein Thema, das wird wahrscheinlich mit Rot-Grün, wenn die mit dabei sind, deutlich besser zu adressieren sein, als es vorher gewesen ist. Andere Themen, Kinderarmut, die Frage nach gerechten Löhnen, also das sind ja auch christliche Themen. Ich habe mit dreien angefangen und für manche Christen ist das dann schon alles. Aber die ganzen Fragen von Gerechtigkeit, Klimawandel, Bewahrung der Schöpfung, die sind natürlich mit einer neuen Regierung jetzt vielleicht auch ganz besser anzusprechen. Deswegen, es gab ja auch genügend Christen, die haben Grüne gewählt. Ja. Genau. Wie gehst du damit um, dass jetzt aus christlicher Wahrnehmung oder häufig von Allianzwahrnehmung ja das Ganze reduziert wird auf Lebensrechtsfragen? Dein Vorgänger hat gerade in einem Facebook-Post bei dem Herrn Bedford-Strom dann geschrieben,
dass er das unsäglich findet, dass er bei einer Klimaschutzdemonstration mitmacht. Er sollte sich doch lieber da engagieren. Ja, diese Wertekonflikte, ich denke, die gibt es überall. Aber wie ist diese Singularisierung, also Festlegung auf dieses einzelne Thema von der Allianz her? Ja, das ist, also mein Lieblingsbibelvers steht in Matthäus 23, Vers 23. Da sagt Jesus, man soll das eine tun und das andere nicht lassen. Und wenn ich davon ausgehe, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist, dann gilt das für die Ungeborenen genauso für die Geborenen. Und ich finde nichts tragischer, als das eine immer gegen die anderen auszuspielen. Also es ist so tragisch, wenn Leute sagen, ihr regt euch über geschredderte Küken auf und nicht über Babys. Warum muss ich immer das in Verhältnis zu irgendetwas setzen? Ja, es ist eine Katastrophe, wenn wir Tiere einfach nur produzieren, um sie zu schreddern. Das ist nicht die Schöpfungsidee. Aber natürlich ist es eine Riesenkatastrophe, wenn in Deutschland 100.000 Kinder jedes Jahr nicht zur Welt kommen und von denen 97% mit einer sozialen Indikation da sind. Also was ist ein reiches Land wie Deutschland mit 42.000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, mit ich weiß nicht was für ein Wohlstand, dass dort 97.000 Frauen aus sozialen Gründen abtreiben müssen? Das ist doch, also jetzt mal ganz abgesehen davon, wie ich als Lebensrechtlerstellerin, als Christ stehe, das ist doch sogar ein sozialer Skandal. Das darf doch wohl nicht sein. Also an der Stelle werden wir die Klappe nicht halten. Wir werden uns dazu weiter äußern. Wir werden dazu auch weiter sagen, Freunde, jedes Kind, das geboren, gezeugt wird, sollte möglichst auch geboren werden. Und gleichzeitig steht es uns überhaupt nicht zu, einen christlichen Impuls von anderen irgendwie schlecht zu finden. Ja, wenn wir uns einsetzen für verfolgte Christen beispielsweise, dann ist es ja wichtig, das zu tun. Aber wie viele Christen werden Opfer von Klimafolgen, von Überschwemmungen und so weiter? Also wenn wir jetzt nur mal unsere Geschwister sehen, dann regen wir uns für die auf, die wegen ihres Glaubens ums Leben kommen, aber uns sind die egal, die wegen der Klimaveränderung ums Leben kommen? Das passt doch nicht. Ich muss doch beides tun, das eine wie das andere. Und insofern, was mein Vorgänger postet, ist eine Privatsache, der ist im Ruhestand, der kann jederzeit das machen. Ich selber fand tatsächlich es ein bisschen unglücklich, dass am Tag vor der Wahl oder zwei Tage vor der Wahl der gesamte Rat der evangelischen Kirche in Deutschland auf diese doch letztlich auch ein bisschen parteipolitisch gefärbte Demo gehen musste. Das fand ich jetzt tatsächlich auch, sagen wir mal, da kann man ein Fragezeichen dran machen. Und zwar parteipolitisch gemeint. Also ansonsten inhaltlich, ne, ist doch, also das ist doch ein christlicher Impuls, den habe ich doch nicht schlecht zu reden, sondern ich muss sagen, daneben, ich will beides. Ja. Ich finde es spannend, dass du dann als jemand, der sich selbst auch in der CDU engagiert, sagst, unsere Zeit sollte jetzt nicht in der Regierung stattfinden, sondern sollte in die Opposition gehen. Genau, also du hast mich ja hier jetzt nicht als Privatperson, der Mitglied in der CDU ist, sondern du hast mich hier als Beauftragten der Evangelischen Allianz und als jemand, der das Ganze einschätzt. Mal ganz unabhängig von meiner ganz persönlichen Präferenz, bin ich als Demokrat jemand, der sieht, hier ist eine Regierungspartei angetreten und hat die Wahl verloren. Damit ist der Wahlsieger, hat das Erstzugriffsrecht auf die Kanzlerschaft. Das finde ich, das hätte meiner Meinung nach auch Laschet an dem Abend sagen sollen. Wenn es jetzt aber zwischen SPD, FDP und Grünen keine Übereinkunft gibt, dass man miteinander regieren kann, wenn es nicht passt, dann muss man sagen, dann muss Laschet auch bereit sein, die Regierungsverantwortung zu übernehmen. Ob er seiner Partei damit einen Gefallen tut oder nicht, ist eine andere Frage. Wir haben es hier bei uns in Thüringen. Bodo Ramelow ist Ministerpräsident geworden, obwohl die CDU die stärkste Partei war, vor der Linken. Aber er hat mit Rot-Rot-Grün eine Gesamtmehrheit gekriegt, nicht nur eine Parteimehrheit. Und jetzt muss man mal gucken, wer kriegt die Gesamtmehrheit. Und da finde ich, dass das schlicht und ergreifend Respekt vor der Demokratie und vor dem Wahlergebnis ist, dass derjenige, der gewonnen hat, auch das Erstzugriffsrecht hat. Und das ist nun mal Olaf Scholz. Und zum anderen, ich denke, wenn ich mit jungen Leuten rede, wenn ich meine Kinder an sich, meine vierte Tochter konnte als erstes mal wählen, Und bei denen ist das, also erstmal denken die gar nicht mehr so sehr stammwählermäßig, sondern die denken nach Sympathie für die Leute. Wie sympathisch ist mir ein Kanzlerkandidat? Und die haben einfach Themen, dass sie sagen, Leute, wir wollen gerne so leben, dass wir auch noch Kinder kriegen können und Enkel.
Und das hat auch was mit der Umwelt, mit der Natur, mit dem Klima zu tun. Und wenn ich das als Christ einfach abtue oder mich lustig mache und sage, ja, es gibt ganz andere Fragen, dann blende ich eine komplette Generation aus und das kann es ja nicht sein. Was meinst du? Du arbeitest daran, wie das christliche Werte in der Politik Gehör finden. Mhm. Wie das über dich hinaus funktionieren kann. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass du da bist, aber wunderbar, dass du da bist, nicht nur schön und gut. Es kann es ja nicht sein, dass sich die Gesamtgemeinden und der Allianz jetzt zurücklehnen und sagen, wir haben ja Uwe Heimowski. Wie können wir christliche Werte, christliche Inhalte in der Politik zum Gehör bringen? Ja, also vielleicht ist nochmal wichtig, ist natürlich, es gibt in Deutschland ja noch einige andere Vertreter. Da ist der Prälat der katholischen Kirche, der ganz offiziell am Bundestag wirkt, genauso der Prälat der evangelischen Kirche, ein ganzes Büro der evangelischen Kirche in Berlin, die dort arbeiten. Es gibt einen Vertreter der Vereinigung evangelischer Freikirchen, es gibt einen orthodoxen Vertreter, einen Vertreter der selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche und noch einige mehr, der Altkatholiken zum Beispiel, die dort tätig sind. Also christliche Werte sind nicht nur durch die evangelische Allianz vertreten. Wir sind trotzdem da seit 2014, weil wir den Eindruck hatten, dass, ich sag mal, das bisschen verbrannte Wort evangelikal oder bibeltreu oder Jesusfromm oder Bekehrungsfrömmigkeit oder wie man das nennen möchte, dass da eine Lücke ist innerhalb dieser ganzen Vertretung. Also insofern, aber trotzdem sind wir mit vielen anderen da. Und es gibt eine Reihe von Themen, da sind wir zum Glück auch nicht die Einzigen, die sich melden. Wenn wir das machen zum Thema Christenverfolgung, dann haben wir zum Glück auch noch eine starke Stimme von Open Doors, von HNK, von Kirche in Not aus der katholischen Richtung. Also da sind auch ganz andere noch aktiv und das ist gut so. Manchmal öffnen wir denen die Türen. Ansonsten aber zu deiner Frage natürlich, was können denn, also es ist immer schade, wenn man einen wegdelegiert und damit hat man das Thema dann sozusagen. Ne? So, wir haben unseren Missionar als Gemeinde, den unterstützen wir und damit ist das Thema sozusagen abgedeckt. Und wir haben Heimowski und Gutes. Wobei, wenn Leute meine Stelle unterstützen, habe ich auch nichts dagegen. Aber was können wir tun? Ich glaube, also ein Teil meiner Stelle ist übrigens auch, dass ich durch viele Gemeinden reise, dass ich viele Artikel schreibe, dass ich Seminare mache und so, um Christen zu motivieren, dreierlei zu tun. Das Erste, für Politiker zu beten. Ja, also es steht wieder und wieder und wieder in der Bibel. Sucht der Stadt Bestes und bittet für sie zum Herrn. 1. Timotheus 2, Vers 1 steht, ne, betet für alle Menschen, zuallererst aber für die Obrigkeit. Also Gebet ist mal eine ganz zentrale Sache. Und unser Büro in Berlin ist dort, wo mal der Todesstreifen stand, gar nicht weit weg von der Berliner Mauer. Und wenn man die Wiedervereinigung so vor Augen hat, die aus dem Gebet, aus den Kirchen entstanden ist, dann weiß man, was Gebet auch bewirken kann. Das Zweite, was mir total wichtig ist, ist, dass wir denen, die Verantwortung übernehmen, gut begegnen. Dass wir Politiker segnen. Jemand hat neulich mal so schön gesagt, wer betet, kann ich hassen und wer segnet, kann ich fluchen. Und ich erlebe leider gerade so eine Negativhaltung gegenüber allem, was politisch ist. Anstatt zu verstehen, das sind Menschen, die sich 16 Stunden am Tag dafür den Hintern aufreißen, dass es anderen gut geht. Ja, das fängt auf der Kommunalebene an, geht in die Länder. Also Schweiz, ihr habt so viele Politiker, die das ehrenamtlich machen. Das ist Wahnsinn. Und das tun die, damit es uns als Volk und euch als Volk gut geht. Also zweite Wertschätzung. Und das muss in den Gemeinden anfangen, finde ich. Und dann kann man auch mal nicht nur irgendwelche Petitionen teilen, wenn man gerade mal wieder was gefunden hat gegen Gender oder so. Dann kann man auch seinen Abgeordneten mal einen Brief schreiben. Hey, ich finde es toll, dass sie für mich arbeiten und ich bete für sie. Das Dritte, Jesus sagt ganz klar in der Bergpredigt, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihr ihnen auch. Und wir wollen, dass wir in Sicherheit leben, dass wir in Frieden leben, dass wir gute Löhne haben, dass unsere Kinder in gute Schulen gehen können. Wir wollen, dass wir in Freiheit unsere Gottesdienste haben können. Und das Gleiche sollen wir für die anderen tun. Das heißt, wir sollen nicht immer nur unsere Partikularinteressen sehen, sondern auch sehen, wie es den anderen geht. Wir haben so geheult, ja, Corona, jetzt sind alle Gottesdienste verboten. Das ist ja Blödsinn. Es waren ja nicht Gottesdienste verboten, sondern es waren Versammlungen verboten. Ja, auch Moscheeversammlungen waren verboten und auch der Kegelabend war verboten. Alles war verboten. Das war nicht rausgepickt christlich. Und da wünsche ich mir, dass wir von der Denke her und auch von unserem Engagement her nicht immer nur an uns selber denken, sondern dass wir im Blick haben, dass wir auch für andere was tun.
Also deswegen am Anfang der Impuls der Evangelischen Allianz, wir sind nicht nur für verfolgte Christen, sondern für Religionsfreiheit. Und dann hat man sich für die Zeugen Jehovas eingesetzt, als die verfolgt wurden. Also lass uns bitte nicht immer nur unser eigenes Ding im Kopf haben, sondern Gott schickt uns diese Welt, damit wir Salz und Licht sind und dass wir auch das tun, was die anderen tun. Etwas für die anderen tun, so. Ja, das kann man fast schon als Schlusswort stehen lassen, finde ich. Ja, das kam so ein bisschen in den Predigtduktus. Was jetzt aber auch gar nicht stört. Denn ich denke, es geht ja, das eine ist so ein bisschen zu hören, ja, wie schätzt du Situation, wie schätzt du Lage ein? Die Ergebnisse, die da sind, konkret wird sich das Ganze sowieso noch zeigen müssen. Das ist ja jetzt noch alles nicht in wirklich fest geworden. Auf der anderen Seite, ich finde es wichtig, einfach auch ein bisschen den Ball zurückzugeben, zu sagen, ja, was ist denn unser Part dabei? Und ich danke dir herzlich einfach auch für den Spiegel, den du uns vorgehalten hast, beziehungsweise die Anregung, die du gegeben hast, dein Leben, mit dem du das Ganze füllst. Das ist nicht einfach nur Lobbyist sein, sondern das ist wirklich jemand, der sagt, ja, ich stehe hier für Jesus und ich bin gespannt, wie er mich braucht. Herzlichen Dank, Uwe. Sehr gerne. Ich sage auf Wiedersehen, wo immer Sie uns gerade sehen oder hören. Und gerne bis zum nächsten LiveNet-Talk. Der wird am nächsten Dienstag stattfinden und es geht ums Thema Missionen in Schweizer Kirchen. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/videopartner.